Hallo Freunde, Servus und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Der Toyota-Stapler aus dem 3-Stern-Hof-Let's Play ist kein Geheimnis. Ihr dürft natürlich den auch selber gerne herunterladen. Zu finden im Link in der Videobeschreibung bzw. auf Forbidden Mods. Wer den schon gefunden hat, der weiß es sowieso. Ein wunderbarer Stapler, schön zu bedienen. Ich habe jetzt hier die Standard-Maxi- Werkzeuge drauf, beziehungsweise die Palettengabel. Kann man natürlich auch, also im Let's Play benutze, ihr wisst es, die CSZ-Geschichte. Man kann natürlich auch alle anderen Maxi-Werkzeuge hier benutzen. Ich möchte euch hier ganz kurz zeigen, wie es funktioniert. Ich kaufe hier standardmäßige Setzlinge, kauft man nicht. Flüssigdüngerpaletten, ja, ich kaufe halt jetzt einfach mal, wurscht, ein paar mehr. Habe jetzt leider kein Joystick hier, weil meine Mautvorstellung, ihr wisst es, mache ich ohne, die mache ich nur mit Tastatur. Die mache ich, bin ich einfach, weiß ich nicht. Keine Ahnung warum, ich habe nicht einmal einen Grund. Also alle Lichter, die es gibt, Hupe, die es gibt, Innenansicht gibt es hier ganz, ganz, ganz gute. Was ich hier sonst noch habe, ist die Ansicht hier für die Gabel selber. Ich möchte betonen, wie gesagt, ihr wisst es, ich spiele normalerweise mit diversen Mods, die das Ganze ein bisschen leichter machen. Vor allen Dingen diese Display-Geschichte. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Es wäre ganz schön. Ich würde gerne ein bisschen runtergehen, aber es geht gerade nicht wirklich. Warum auch immer. Aber ich kann eigentlich das einmal trotzdem versuchen beizubringen. Aber im Let's Play könnt ihr euch gerne selber davon überzeugen. Funktioniert es wesentlich besser und vor allen Dingen mit Joystick. Funktioniert sowieso am besten. Das ist das, was eigentlich. Außerdem haben die CSZ-Geschichten für alle wie mich zum Beispiel, die so ähnlich Schwierigkeiten haben mit dem Verladen von Paletten. Für die gibt es beim CSZ-Set Autoload. Aber es geht auch ohne. Es ist nicht so, dass man das zwingend braucht. Ich habe nur schon mich komplett daran gewöhnt, mit Joystick zu spielen. Deswegen ist es mit Maus nicht mehr so leicht. Aber ihr seht, man kann da relativ weit in den Boden reingehen. Okay. Heftig eigentlich. Und der verlädt die Paletten wirklich sehr, sehr sauber. Das ist schon sehr schön, weil ich persönlich tue mir auch fast am leichtesten, bis jetzt am schönsten geht es mit dem Stapler. Also wer mir das nicht glaubt, schaut euch bitte das letzte, eigentlich das letzte oder eins der letzten, aber Part Nummer 16 beim 3-Stern-Hof, da verloren ich extrem viele Paletten Wolle mit dem Stapler. Da wird es sicherlich einen besseren Eindruck vielleicht sogar als hier bekommen, weil ich das Ganze ja da drüben immer mit meinen, oh, jetzt war's schön, immer mit diversen Frontlader-Mods, also mit dem Display, mit dem Frontlader-Display eigentlich, wo man sieht, wie weit das man oben ist, wie weit die Gabel geneigt ist und auch mit Joystick. Also das ist eine Kombination, die ich beim Frontlader fahren oder hier mit Stapler oder wie auch immer nicht mehr missen möchte. Aber es geht. Man sieht, dass mit dem Standardgerät trotzdem gut geht. Also mit dem Standard, mit der Palettengabel. Und dass man hier durchaus zügig, relativ zügig beladen kann. Ist halt natürlich ein schönes Gerät. Ich sage einmal, es ist auch nicht ein teures Gerät. Wenn man es runterlädt, in den Mod-Ordner sieht, dann hat man hier unter Teleskoplader bei uns hinten 35.000 Euro beim Preis. Wir können hier frei die Farbe wählen, wie man lustig sagen, grün oder was auch immer einem beliebt. Oder dieses Lila. Lila gefällt mir ganz gut, aber dieses Lila auf Geräten ist natürlich ein bisschen heftig. Aber man kann es machen, wie man lustig ist. Ansonsten kann man sich die Geräte dazu kaufen. Wie gesagt, ich benutze die CSZ-Geschichte. Die passt da super drauf. Ja, ansonsten kann man hier wirklich einwandfrei die Paletten aufladen. Da gibt es dann überhaupt kein Problem. Und dann ist das Ganze auch wieder vollbracht, dieses Werk der Verladetechnik. Also tolle Geschichte, jetzt wisst ihr es, jetzt ist das Geheimnis gelüftet, wo man den runterlädt. Wie sich der ja, anfühlt, ist schwierig. Wie gesagt, mit Joystick fühlt sich das wesentlich anders da. Aber man kommt da hier echt weit rauf. Also wer hier sagt, er hat irgendwie ein Geräteregal oder ähnliches, dann benutzt das CSZ-Set, weil da gibt es ja dafür Schneidwerke. Zum Beispiel jetzt nur als Tipp. Und dann kann man hier wirklich sehr toll alles beladen, was so am Hof zum Beladen gibt. Und das ist einiges.
Vor allen Dingen mit Winzerei, mit Weinbau, mit diversen anderen Geschichten gibt es immer wieder Palettenware zu verladen oder abzuladen, ohne im Forst, Setzlinge, was auch immer euch beliebt, ihr könnt es gerne machen. Das Ganze ist natürlich fehlerfrei und das Ganze ist auch wirklich schön umgesetzt. Es gibt hier eigentlich wenig, was man wirklich kritisieren könnte, wenn man wollen würde, aber es ist ein Stapler, der funktioniert. Der nicht irgendwelche Mucken macht, nicht irgendwie ganz blöde Geschichten. Also folgerechtlich kann man da wenig kritisieren. Man kann Dinge immer kritisieren, aber wenn ich jetzt eigentlich verrate, dass mir zum Beispiel diese Tanköffnung weniger gut gefällt, weil man hier durchsieht oder so. Ich habe im Let's Play schon mit dem gespielt. Ich habe ehrlich gesagt, also diese Geschichten haben mich jetzt nicht heftig gestört. Dafür sind die Sticker schön. Also wie gesagt, so Kleinigkeiten könnte ich schon immer kritisieren fast, aber ich weiß nicht. Aber beim Sitz, dass man unten durchschauen kann. Ja, aktuell ist in der Version 2.0. Man kann da sicherlich noch eine Version draus machen und kann die Geschichten beim Durchschauen verbessern zumindest. Aber ansonsten klingt er und schaut er gut aus. Und da möchte ich jetzt nicht irgendwie I-Punkt reiten. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist. Er funktioniert vor allen Dingen auch und das ist mit Abstand das Wichtigste. Die Optik ist funktionieren. Und dann können wir die Fehler begutachten, wenn wir wollen würden. Nichtsdestotrotz, ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.